Abergläubische Anwohner dürften angesichts des bizarren Anblicks in Panik geraten sein. In Japan sorgte am Dienstag ein blutroter Fluss in der Nähe der Orion-Brauerei für Aufsehen. Ursache war ein Leck in einer Aufbereitungsanlage der Brauerei, das den Kochi-Fluss auf Okinawa rot und violett färbte. Videoaufnahmen zeigen die unheimliche Rotfärbung des Wassers rund um einen Fischereihafen. In einer Stellungnahme entschuldigt sich die Orion-Brauerei für die Unannehmlichkeiten und Sorgen. Zitat: Wir glauben, dass ausgelaufenes Kühlwasser durch Regenrinnen in einen Fluss gesickert ist und das Meer rot gefärbt hat, hieß es. Die Brauerei fügte hinzu, dass das Wasser, mit dem sie ihr Bier kühlt, eine Flüssigkeit namens Propylenglykol enthält, die rot gefärbt ist. Die Substanz sei jedoch weder für den Menschen noch für das marine Ökosystem in der Umgebung der Brauerei gefährlich. Propylenglykol wird häufig in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie verwendet. Die US-amerikanische Food and Drug Administration stuft es für die Verwendung in Lebensmitteln als allgemein sicher ein. Die Ursache für den Austritt ist noch unklar. Okinawa liegt etwa 640 Kilometer südwestlich des japanischen Festlands und ist die fünftgrößte Insel Japans.